Alter, was ist Brad jetzt tot oder was? Zwei Leute sind tot. Na, Conrad haben wir ja gesehen. Naja, Conrad ist irgendwo in so ein Loch gefallen. Und okay, er hat so halt ein bisschen blöd aufgekommen, aber. Erklären, die da unten abgeht. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ja, nur für eine Sekunde. Ich wollte hinterher und er war weg. Wohin? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist er verletzt. Schwer sogar. Er fiel. Und zwar so, dass man nicht mehr aufsteht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Nur nicht jetzt. Hast du Brad da unten gesehen? Mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt. Da unten lief irgendeine total gestörte Zeremonie ab. Jemand sah mich. Dieser eine Arsch da drin griff mich an. Moment, was? Attackiert? Meinst du denn? Ach, scheiße, war das vielleicht? Ernst, kein Problem. Ba-ba-ba-ba. Oh nein. Oh nein. So ein Arschloch in der Kutte. Ich weiß nicht. Wenn Brad eines kann, dann ist es Konfrontationen vermeiden. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex, war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Verblüfft, wo ist das Gold, ne? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Muss die Crew forschend? Was ist hier nur los? Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Verblüfft, wo ist das Gold? Misstrauisch. Dieser Ort ist seltsam. Ja, es ist halt das ganze misstrauisch. Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Ja, und ich hasse es. Es ist schwer zu sagen, was real ist. Willkommen an Bord. Verblüfft, wo ist das Gold? Okay, wo ist die Crew? Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Das ganze Schiff stinkt nach Tod. Es ist wie ein Grab. Woher stammen die ganzen Leichen? Es sieht so aus, als könnte man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Ja. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Genau. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Nimm das Maschinengewehr ja, da um. Klar, sofern es noch funktioniert. Die Flakabwehrgeschütze. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Alex. Ja, es ist... Ja. Mann, sieht geil aus, ey. Aber was hat jetzt die Fliss mit dem Conrad am Hut? Also woher soll sie wissen, dass er gestürzt ist? Oder war sie diejenige, die ihn verfolgt hat? Und er hat einfach nur sie als... Hm? Das kann sein. Ich gehe aber eher wirklich davon aus, irgendwie, dass jetzt einfach... Aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Okay. Was halt natürlich sein kann, ist jetzt halt, das Spiel wird eine gewisse Anzahl an Cutscenes haben. Und die aufgrund unserer Entscheidung im Spiel aneinander rein. Und ich denke mal, das Spiel ging jetzt vielleicht von aus, dass Fliss am Anfang, wo wir alle in einen Raum eingesperrt wurden, nicht gegrabbelt wurde. Sondern wahrscheinlich ist es vielleicht so im späteren Spielverlauf, dass die sich trennen.
Also Alex und Julia alleine und Fliss und Comrade. Hm. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Das kann aber natürlich auch sein, irgendwie, dass Fliss die Alte war. Oma. Wir paarschappen jetzt. Vorher war sie Marilyn Monroe-mäßig unterwegs. Naja, die war so ein bisschen so Pin-Up-Girl-mäßig, richtig? Ja. Aber, Opa? Aber halt so für Senioren. Toll. Ne? Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Ja. Senioren-Pin-Up-Girl. Oh, vor allen Dingen ist es doch krass, das so mit dem Bart unten, Alter. Oh, die Bartstoppe. Yeah. Erinnert mich so ein bisschen an, an Brain Dead, die Film. Lionel! Oh, ich gehaft. Da schüttelt's mich. So. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Schön, schön, wow. Schön. So, wo ich jetzt hier? Können wir jetzt hier? Ah, hier ist was, hier ist was. Ich halte meine Augen offen. Verdammt! Eine Seite. Oh. Ja, man muss die Taste natürlich auch gedrückt halten. Ach. Seide. Seide. Nimm die Seide in die Hand. Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen. Im Falle eines Gasaustrittes oder Gasalarms. Erstens, geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas! Um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Zweitens, platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Viertens. Entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Fünftens. Prüfen Sie, ob die Maske dicht ist. Nehmen Sie ihn in dem Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Tut sie das nicht, können Sie die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Irgendwie habe ich auch da das Gefühl, dass wir das wahrscheinlich noch machen müssen irgendwie. Hast du also alles gemerkt, Benny? Ja, natürlich. Yeah. So, okay, können wir denn jetzt Perspektiven des Grauens? Wo hat er denn aber einen Aufgang gesehen? Okay. Ach, guck mal da oben leuchtet noch was. Ja. So, da werden wir wohl jemanden hochheben müssen. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich bin auch dafür, dass Julia uns hochhebt. Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Echt jetzt? Was für ein Gentleman. Ich zieh dich hoch. Okay. Ist sie jetzt schon wieder vorgegangen? Ja, Fliss ist anscheinend schon wieder. Fliss hat sich verflisst. Warte mal, können wir hier unten nochmal um die Ecke gehen? Ach nee, da ist Abgrund. Abgrund, gähnende Leere und seelenverschlingende Schwärze. So, da jetzt lang. Es ist halt schwierig, ne? Man hat halt immer so die Wahl. Geht man jetzt nach da, geht man jetzt nach da. Und hier haben wir gar keine Wahl. So. Aber auch hier, ne? Komm jetzt. Ach, okay. Gut. Ich glaube, ein bisschen erschrocken, als ich Fliss gesehen habe. Und er ist doch so ein entspannter Walker. Hier habe ich vorhin
Conrad verfolgt. Nein, echt? Deine Theorie hat hingehauen, Alter. Oh nein. Deine Theorie hat hingehauen, Benny. Aber was ist mit Brad? Brad wird vielleicht der Typ in der Kutte gewesen sein. No. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Ja, Tür ist zu. Ich weiß nicht, wie du zu der Behauptung kommst. Na, da war aber was auf Spannung. Aber richtig. Donnerlittchen da. So, jetzt ist... Oh no, Alter. Eigentlich müssten wir zum Funkraum. Zum Funky-Funk. Naja, der Funkraum dürfte jetzt hoffentlich nicht so weit von der Brücke entfernt sein, ne? Oh shit, warte mal, gucken wir nochmal ganz kurz mal in die Ecke an. Ja, okay. Oh, ein Bild, ein Bild, ein Bild! Ein Bild! Dunk. Okay, einer der Piraten hat sich erschossen. Ja, das wäre okay. Also für mich wäre das okay. Ja, ich weine jetzt der Sache auch nicht unbedingt viele Tränen nach. Gut, wir werden irgendwie trauern. In den Medien. So, Logbuch. Logbuch. Logbuch steht was von einem Sturm. Morgens, also Seegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Kein Schaden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Winter recht, Stromstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzanschläge im OM. Obermast? Hm? Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator. Dead, Wassertiefe als einschätzbar. Okay. Betriebslogbuch der SS Orange. Untern. Morgen, See beruhigt sich. Mittag, dichter Nebel. Nachmittag, stärkerer Seegang. Nachmittag, 7.30 Uhr, sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag, weiterhin dichter Nebel. Okay. War jetzt nicht so unbedingt das große aussagende Logbuch irgendwie, aber naja. Was erwartet man jetzt hier auch Gossip? So, gehen wir hier durch oder gehen wir durch die andere Tür? Ihr geht dort auch durch. Ah, okay, alles klar. Geht nicht. Okay. Dann müssen wir wieder zurück. So. Oh Mann, das ist wirklich ärgerlich. Schade, dass... dass schon 2 tot sind. Das ist... schade. Ich meine, gut, noch wissen wir es nicht so hundertprozentig, ne? Aber... woher hätte man es auch wissen sollen? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Na, Schätzchen. Alles gut. Möchtest du jetzt mit deiner Freundin flirten? Naja. Möchte sie beruhigen. Ja, möchte ihr quasi Schutz und Wärme bieten. Oh, was haben wir denn da? Hier stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Mhm. Okay. So. Hoppala. Tatsächlich könnten wir hier mal kurz gucken, ob wir bezüglich gar... Oha, oha, okay. Wir haben ihr Geheimnisse gefunden. Was ist denn... Okay, alles klar, Patronenhülse. Oh Gott, Benni, das ist so viel. Das ist ja so viel. Oh, so Chöre, Chöre Funk. Chöre Funk, aber vorher lese ich mir erstmal nochmal diesen Wisch durch, der hier liegt.
Rezept. Plätzchen. Oder auch gar nichts, sie ist gar nichts. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Mann über Bord beginnt, Suche abgebrochen, dichte Wolken. Ja, letztendlich, ja, er hat es zusammengefasst. Oh, ein Stempel, den nehmen wir mit. Okay, hier geht nichts weiter. So, dieses statische Rauschen erinnert mich etwas an Silent Hill. Hier haben wir ein Funkgerät. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nicht ja, mal zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ah, es geht doch. Ja, so. Star FM hört doch. Ein Zahlensender. Warte. Okay. 52, 136. 186. 32. 39. 3. 5. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Ich mach mal weiter. Militärkanal. Okay. Fragen wir nach Hilfe. Hey! Hey! Hört das jemand da draußen? Hallo! Empfangen. Oh, Scheiße! Da ist wer! Yes! Und Safat? Sachlich, oder? Sachlich, natürlich. Unsere Koordinaten sind. Wenn er sie weiß. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir interessant! Sind in Not. Könnte das jetzt nicht so wiedergeben. Wiederholen. Over. Wiederholen. Ängstlich. Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo. Hallo. Hört mich jemand? Bitte kommen. Seht mal hier. Ja, ein Loch. Toll. Und was da? Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht könnt ihr den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay. Du und ich, Julia. Aha. Das hat ja super funktioniert. Das war ja toll.